Und recht herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Folge von Let's Play Transport Fever, wo es gerade ziemlich hart am Laufen ist. Denn unsere Maschinenfabrik hat sich endlich mal dazu entschlossen, mal auch zu funktionieren, so wie sie sollen. Mit natürlich ein bisschen Nachhilfe, ne? Klar, aber es läuft ziemlich gut. Ich glaube, wir haben ein Problem mit Planken, so ein bisschen. Jetzt wird da mal schauen, dass wir da noch ein bisschen mehr rankriegen, weil jetzt war das Ding ein Upgrade und dann wird es noch mehr Planken benötigen. Alter, ja gut, es liegt einfach daran, dass die Fabrik nicht schnell genug delivern kann, also hier unten. Ja gut, da sind einige Planken da, aber die kommen direkt wieder weg, okay. Um Holz ist es halt auch richtig fett, was hier gerade produziert wird, ne. Es geht halt ordentlich nach oben und es dauert jetzt also seine Zeit, okay, da können wir nicht viel machen, aber wir können mal kurz gucken, wie viel Cash das Ding hier aktuell fährt. Diese ganze Holzmaschinerie hier. Wird da wahrscheinlich hier richtig fett Kohle scheffeln. Ja, insgesamt schon so 1 Million, ne? Das läuft hart. Muss natürlich dann immer gucken, dass es das nicht dann aus dem Ruder läuft. Na, 500.000 müssen wir es noch zurückzahlen. Dann sind wir tatsächlich wieder schuldenfrei jetzt. Offiziell, das ist voll gut. Okay. Hier vorne wartet gleich ein bisschen Stahl. Der wartet hier irgendwie auf das Ding, okay. Wir müssen Signale hin, dringend. Das war ja auch mal das Problem, genau. Ich kann mich erinnern, glaube ich, was wir machen wollten. Als wir das das erste Mal hier hochgezogen haben, sozusagen. Da kein Geld dafür. Jetzt haben wir auch schon wieder kein Geld dafür. Ja, wir haben jetzt immerhin zwei Signale schon mal gebaut. Jetzt kommen die restlichen zwei dran. Okay. So, aber die größte Sache ist erstmal gegessen. Ja, also mit dem Ding hier oben wird jetzt wahrscheinlich alles erstmal ziemlich gut laufen. Wir sehen auch schon, das Ganze geht tatsächlich ziemlich gut in Richtung 200 hoch, ne? Allerdings die Tools mehr als die Maschinen. Wo hakt's da? Eigentlich an nichts halt, hauptsächlich gerade auch im Stahl wiederum. What the fuck? Warum kommen hier Bricks auf einmal her? Construction Material. Warum? Wie? Kommt das hier hin? Müsst ihr es euch so vorstellen? Die haben wahrscheinlich dahin geliefert. Dann werden die von dort aus wieder mitgenommen, hier runter und dann wieder hochgefahren. Ja, da muss ich ja schon wieder gleich nochmal ein paar MANs kaufen, aber direkt hier mal auf Maschinen geschrieben dann direkt. Ja, auf Falling Bridge Maschinen. Dann hole ich auch mal hier nochmal zwei, die auf Tools stehen für die Tools-Linie. Damit wir da so ein bisschen den Puffer da haben. Und das Ganze auch mal läuft. Ich meine, Alter, ne? Das muss auch alles weg hier, ne? Ja, Maschinen wächst schon kaum noch, ne? Das ist schlecht. Das Wachstum im Endeffekt wieder. Hier zum Holz, da müssen noch ein paar dazu. Da mache ich dir mal 5 Stück hin. Es geht hier darum, das Ganze so ein bisschen zukunftssicherer aufzuziehen. Schmeißen wir dir mal 2 auf die Planken. Gut. Also, wir müssen wieder Züge ersetzen, hieß es. Wir lassen es um, jetzt lassen wir es ein bisschen alleine, ein bisschen für sich. Wir sehen ja ganz unten am Geld ganz gut, wie es läuft oder nicht läuft. Oha, Train 3 und 2, die beiden sind hier gefragt. Hier ein paar richtig alte Road Vehicles auf Burn 1 dann noch. Burn, wo war Burn? Burn war doch. War das hier Burn? Ja, das ist Burn, wo wir richtig Probleme hatten, ne? Weil hier unten da nichts vom Bahnhof sich wegkommt. Da kommen jetzt die Großen hin als Replacement. Ja, gut, müssen wir wohl die ganze S-Bahn erstmal überarbeiten mit neuen Zügen, bevor wir jetzt hier auch wirklich hier anfangen und dort die S-Bahn expandieren. Ja, wir sehen es auch schon hier ganz deutlich, das Problem visualisiert. Was warten die denn meisten? Auf die S1 warten gerade 165 Leute. Und das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Überall warten Leute auf die S1. Wo ist die S1 gerade eigentlich überhaupt? Das ist jetzt auch mal was interessanter Fakt. Ah ja, hier ist die S1. Ja, 140 Leute kann ich mitnehmen. Hat ja vorne dran sogar noch eine Dump-Lok stehen. Ich glaube mal, da ist alles klar, ne?
Ja, wir fahren jetzt doch bis Depot einfach. Machen Sie auf dem Oldschool-Weg oder nee, ja, doch immer sich ausgewählt. Oder ist ja eigentlich viel besser und cooler, wenn wir das einfach richtig machen. So, da wird jetzt mal ein Replacement, wenn wir dafür festlegen, das kann man deaktivieren wahrscheinlich. So. Aber jetzt kommt sie mal so eine multiple Unit drauf, und zwar so ein TGV. Ich weiß nicht, ob Long oder der normale reicht vielleicht. Alter, wie fucking teuer. Ein Train war da niemals so teuer. Das kann mir kein Mensch erzählen. Alter, 40 Millionen dafür. Das sogar 50. Alter, ne? Das sind mittlere Probleme, ne? Aber 41 Millionen für so einen Zug, das will doch nie wieder rein. Ja gut, er lebt 50 Jahre, aber trotzdem. Alter. Ja, wir machen es doch auf den richtigen Weg, glaube ich. Den wir hier drin, da können wir ihn hoffentlich schon wieder zurückpacken ins Depot. Okay. Dann bedarf das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Denkarbeit. Ich habe ja auch gerade nur in Anführungszeichen 15 Millionen auf dem Konto. Jetzt nur noch 14. Na gut, wir können das Ding ja noch verkaufen für ein bisschen Geld. Wow. Also 40 Millionen für den Zug ist way too much. Ja gut, dafür kann er aber auch 300 fahren, aber trotzdem ist er reicht er hier auch nicht. Ne? Das ist ja nicht so eine weite Strecke eigentlich. Gut, wir brauchen erstmal eine ordentliche Lokomotive vorne dran. Hier 200, die ist eigentlich nicht schlecht, glaube ich. Die scheint auch ordentlich Power zu haben. Ich glaube, dann nicht jetzt die, okay, aber raus, wenn die schnellste auch wirklich ist. Also hier 200. Die kostet 16 Millionen, Hals ob, Alter. Ja gut, dann müssen halt wohl wieder ein bisschen hier Schulden aufnehmen, ne? Ich würde dir kosten 6,4 nur, aber die ist halt auch zählt viel langsamer und so, ne? Leihen wir mal ganz kurz 10 Millionen aus. Ich meine, wir müssen mal ganz kurz einen einzigen Zug ersetzen, ne? Das ist wirklich ein bisschen sehr teuer. Also da ist auch deutlich teurer als ein Train Fever. Ja, den hier werden wir auch dafür brauchen, weil der ist der einzige, der 200 kann. Der kostet auch 1,9 Millionen, ne? Also ich bitte euch hier. Ach, nach, ja. Bisschen noch mehr Schulden aufnehmen, sorry. Ja, 50, das ist nämlich auch zu wenig immer noch. Oh, ich bin jetzt auch auf 20 Millionen Schulden, so. Jetzt so fast ein TGV noch kaufen können von dem Geld. So, den Rest in, zeige ich zurück, sind es 18. Wir haben quasi gerade 28 Millionen für so einen Zug ausgegeben. Ja gut, ist noch lange nicht. Ja gut, ich bin so auf dem Level von dem Ding hier. Naja, ist trotzdem viel zu teuer, Alter. Oh, ist er nicht elektrisiert? Scheiße. Also den leihen wir trotzdem noch ein bisschen 20 Millionen aus und elektrisieren erstmal, glaube ich. Weil ja, ist auch noch nicht so feispiel und so, also. Bitte. The fuck? Why does this need to be so damn fucked up? Nee, das Depot, da ist ein Vehikel drin. Sorry, der darf trotzdem nicht davor auf elektrisch upgraden. Darf wahrscheinlich, wenn ich abreiße, darf ich den ganzen Zug wahrscheinlich wieder verkaufen, ne? Weil der nicht vorne rauskommt. Digga, was? Gibt's vielleicht jetzt? Ja gut, abreißen ist klar, dass es nicht geht. Ne? Mal schauen, ob das ist in Ordnung nicht. What the fuck? Ich dachte, das scheiß Ding nicht upgraden, ne? Alter, ich den ganzen Zug jetzt noch verkaufen oder was?
bisschen Zug verkaufen, um davor dieses Gleichstück abzugraden, okay? Oh Mann, da wird sie 33,1 Millionen dafür wieder gekriegt, erstmal, ne? Oh, aber wenn wir ja das ganze Geld wieder dafür gekriegt hätten, das wäre ultra kacke, ne? Ich meine, es ist auch so ultra kacke, jetzt haben wir es abgegradet. Gut. Jetzt können wir nochmal den ganzen Zug kaufen von vorne. Ey, nee, ne, so 176. Das reicht aus, sag ich jetzt einfach mal so. Frei von der Schnauze. Also ja, an manchen Stellen ist so wie immer noch so ein bisschen der Wurm drin im Spiel, aber das ist dann nicht mal einfach so normal. Also es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf und es ist nicht das perfekte Spiel, sag ich mal so. Auch wenn es Spaß macht. Allgemein macht es trotzdem Spaß, aber ich finde, erstens sind die Preise ziemlich überteuert. Ich meine, in Train Fever war es irgendwie zu günstig so zum Teil, also da. Ich bin mir nicht sicher, auf was für eine Schwierigkeitsstufe wir gerade spielen. Ich glaube, es war einfach. Bin mir gerade auch nicht sicher, weil Train Fever habe ich, glaube ich, auf einfach gespielt. Es kann euch auch daran liegen, dass eigentlich in Train Fever alles genauso teuer ist, ob ich noch eine andere Schwierigkeitsstufe jetzt hier spiele. Aber es ist trotzdem ziemlich hart. Naja, es sind noch so ein paar kleine Sachen halt eben, aber ich denke mal im Großen und Ganzen das Spielen doch ziemlich gut, und ich meine, es gibt da viele Spiele, die mehr Geld kosten und schlecht ist. Dieses ganze Upgrade-Dings, ne, das ist irgendwie, regt mich dennoch auf. Das kann ich auch nicht gut reden, ne. Meine, klar, das System, wie man hier Gleise und sowas baut, ist 100 Milliarden mal besser geworden als im Vergleich zu Train Fever, aber allgemein ist das trotzdem irgendwie noch so ein bisschen. Das ist noch so ein paar Refinements benötigt, glaube ich. So, ich habe, glaube ich, auch allgemein das Problem herausgefunden, zwar sich über solche Straßenübergänge zu bauen, die dann. Okay, ich konnte es gerade nicht abreißen, weil die Konstruktion nicht possible ist. Okay, alles klar. Jetzt der neutrale Bau ist null Problem, da muss ja auch hier kein Terrain anpassen und nichts machen. Jetzt hier die Konstruktion nicht so ganz im Rahmen des Möglichen zu sein scheint. Was vielleicht in dieser kleinen Ding hier liegt, ne? Ich mal ganz kurz hier diese Main Connection weg, aber ganz ehrlich, da ist niemand lang gefahren. Ja, das ist trotzdem nicht perfekt. Warum? Das ist ja. Jetzt geht's, alles klar. The fuck? Ich kann immer noch nicht oft genug erwähnen, dass es trotz allem nicht perfekt ist, glaube ich. Weil es mir im Herzen weh tut. Das Ding zu viel Slow. Naja, gut. Bauen wir weiter aus. Erstmal würde ich mal vorschlagen. Tut mir wirklich tief in meinem Herzen weh, dass dieses Spiel nicht perfekt ist, ne? Aber ich meine, es ist okay, vor allem für den Preis. Es ist sehr okay verglichen mit Spielen von anderen Entwicklern und Publishern. So, weiter geht es. Ich wurde leider gerade etwas interrupted, aber
Ich kann ja gerade sowieso nicht so gut kommentieren, das ganze Spielgeschehen. Man muss auch echt zugeben, es ist schon ziemlich schwierig, etwas einzuscannen und es dann per E-Mail zu verschicken. Also ich würde selber sagen, ich auch nicht wirklich wissen, wie das funktioniert. Ich glaube, ich muss dann auch erstmal nachgucken in der Bedienungsanleitung des Druckers, wie man dann das einscannen kann. Besser gesagt, es ist ja ein Multifunktionsgerät. Es ist ein Kopierer, ein Drucker und ein Scanner. Ist das nicht toll? Gut, was aber ziemlich toll ist, dass das jetzt hier funktionieren sollte. Vielleicht soll ich jetzt dann auch hier das Spiel laufen lassen. Und noch fällt er nur 21, aber ich glaube, das wird sich gleich etwas ändern, wenn er hier auf die Gerade kommt. Jetzt geht's los. Jetzt beschleunige ich erstmal schön hoch auf 200 hoffentlich. Okay, ich sehe es ein, er kommt nicht mal close in die Nähe von 200, aber wird auf jeden Fall schon mal viel schneller als alles, was davor hier existiert hat. Diese Brücke hier ist ein bisschen das Problem auch. Naja. Gut, ich denke, jetzt werden wir in der nächsten Folge alles wieder fertig machen. Bis dahin, macht's gut, stay tuned. Euer Lukas. Das war. Ganz knapp. Ganz knappe Sache. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, bis dahin, macht's gut, stay tuned. Euer Lukas.